Realer Irrsinn, gefährliche Sitzbank in Schwerin von Extra 3. 3, 2, 1, let's go. Ah, kurz mal ausruhen. Das könnte so praktisch sein, gerade für ältere Leute. Ein kleines Päuschen in der Mühlenstraße in Schwerin. Na, wenn ich zum Einkaufen gehe, ich bin nicht mehr die Jüngste, dann gehe ich langsam. Und dann sehe ich eine Bank und dann setze ich mich hin und ruhe mich aus und mache eine Pause. Seit 13 Jahren steht diese kleine Bank hier, aufgestellt von der Hausbesitzerin. Noch bis jetzt alles fein, ne? Also mit der Bank. Da setzen sich natürlich meistens ältere Herrschaften hin. Die nutzen natürlich die Bank auch ein bisschen als Kommunikationspunkt und plaudern auch ein bisschen, wenn die Nachbarn da vorbeigehen. Aber dieses Bankenwesen in der sonst so friedlichen Nachbarschaft ist illegal. Da muss sich erst jemand bei der Stadt beschweren, anonym. Ich weiß auch nicht, wer über so eine Lappalie sich beschwert. Warte mal, also, es hat jemand eine Bank draußen hingestellt zum Sitzen, was ja an sich fein ist. Aber es kommt jemand und beschwert sich, dass da eine Bank steht, anonym. Und jetzt sind wir in Deutschland und die muss weg wahrscheinlich, ne? Da gibt's andere Dinge, wo man sich wirklich aufregen könnte. Die Stadt geht der Beschwerde nach und misst nach. Die Sondernutzungssatzung der Stadt Schwerin sieht vor, dass Fußgängern mindestens 1,20 Meter Gehwegbreite zur Verfügung stehen muss. 96 Zentimeter. Leute, willkommen in Deutschland. Willkommen in Deutschland. Wir brauchen 1,20 Meter, damit wir da laufen können. Und die Bank steht im Weg, weil das könnte passieren, dass wir gegenlaufen. Hier, an diesem kurzen Stück, sind es aber nur 1,10 Meter. Ah, sorry, ich korrigiere. 1,10 Meter. Ich habe nur bis hierhin geguckt, bis zu diesem farblichen Ende. Sorry. 1,10 Meter, okay, ist ja noch schlimmer. 10 Zentimeter zu wenig. Die Bank muss weg. Und es kommt noch schlimmer, schreibt die Sachbearbeiterin. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dieser Bank, sitzen auf der Bank, verringert sich der nutzbare Teil des Fußweges noch weiter. Ich bitte Sie daher, die Sitzbank aus dem öffentlichen Verkehrsraum zu entfernen. Unbedingt. Aber die bestimmungsgemäßen Gebraucher dieser Bank sind sich keiner Schuld bewusst. Einerseits sind doch die Gesetze für uns da und nicht wir für die Gesetze. Und bei dem Personenverkehr, der in dieser Straße ist, da könnte es noch schmaler sein. Die Leute kämen trotzdem damit zurecht. Insofern ist es ein Witz. Ein trauriger. Nee, kein Witz mit dem Bankentfernen. Die Stadt schreibt der Bankaufstellerin weiter. Dass im Interesse der älteren Bürger die Bank doch entfernt werden muss. Im Interesse der älteren Bürger. Wir hatten jetzt gerade zwei Leute, die über 70 sind wahrscheinlich, die auf der Bank sitzen und sagen, sie sind total happy, dass die Bank da ist, damit sie sich kurz da hinsetzen können und oder sich hinsetzen können und quatschen können. Weil es sieht so ein bisschen Innenstadt, Innendorf aus, aber beziehungsweise auch gleichzeitig irgendwie ein bisschen abseits aus. Also ganz ehrlich, beschwert sich doch keiner eigentlich, außer der anonym meint, oh, die Bank ist mir im Weg. Im Interesse der älteren Bürger muss die Bank entfernt werden. Ja, weil für Menschen mit Rollator oder Rollstuhl die Breite nicht ausreichen wird. Okay. Das stimmt jetzt auf den ersten Blick nicht so ganz. Und auf den zweiten auch nicht. Sie haben ja eben selbst gesehen, wie ich hier mit dem Rollator vorbeigegangen bin. Ich kam ohne weiteres hier vorbei. Egal. Wichtig ist, dass die Besitzer das Entfernen nicht auf die lange Bank schieben. Man hat dann verfügt, dass ich unter Androhung von bis zu 5.000 Euro Strafe diese Bank zu entfernen habe. Die Bank wandert von der Straße in den Innenhof. Das finden die Bankbenutzer traurig und haben sich nun ihrerseits bei der Stadt beschwert. Da gehen wir fest von aus, dass wir bald wieder auf der Bank sitzen können. Aber die Stadt hält sich doch nur an Recht und Gesetz. Die Sauerei ist trotzdem. Ja, das wollen wir nun mal sagen. Das möchte Frau Genzer einfach nicht auf sich sitzen lassen, dass man sie hier nicht mehr sitzen lassen will. Was ist los mit der Menschheit? Ich stelle es mir gerade einfach nur bildlich vor. Es gibt diesen einen Boomer, der hier hinkommt und sagt,
Die Bank ist mir im Weg. Der dann auch da wahrscheinlich saß und einfach als abgemessen hat mit, oh, es gibt wichtigere Sachen in Deutschland. Aber ja, willkommen bei realer Irrsinn, ne?